finde das in vielerlei Hinsicht eine wirklich super Aktion. Einmal Sport verbindet und die Jugendlichen, die von fernen Ländern hierher gekommen sind, die spielen ja auch mit, sind dabei, das schafft Gemeinschaft und das ist wichtig. Wir spielen heute für ein Kinder- und Jugendprojekt im Senegal. Da geht es darum, eine Hausaufgabenhilfe bereitzustellen für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen, damit sie in der Schule den Anschluss haben und dann aus ihrem Milieu ausbrechen können. Es gibt die Komponente, dass zum einen die Geistlichen gerne Fußball spielen. Und ich habe dann irgendwann nochmal eingebracht, dass da die Motivation viel höher ist, wenn Zuschauer kommen. Und wenn Zuschauer kommen und man verbindet das mit einem Sozialprojekt, dann macht es halt einfach mehrfach Spaß. Und das machen wir jetzt seit 9 Jahren so und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil eigentlich immer ganz gute Stimmung ist und es macht allen unheimlich viel Freude.